Ja, Freunde der Nacht, Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, unsere kleine Bat-Snix ist wieder am Start und wir sind immer noch dabei, die ganzen Instanzen zu laufen mit Bat-Snix. Wir haben letztes Mal nur eine geschafft, weil es von der Zeit her nicht hinkommt und ich denke, es wird sich auch immer nur auf einer hinauslaufen. Immer noch die ganzen Errors, das nervt mich auch überhaupt nicht. Ja, das Entwicklerteam von World of Warcraft hat uns eine Nachricht geschickt. Genau, wir haben hier dafür noch weiter geskillt. So war das. Ich erinnere mich. Aber wir melden uns direkt mal für eine Instanz an. Und zwar für alle außer Burg Schattenfang, weil die haben wir schon gesehen. So, und dann suchen wir uns mal einen Briefkasten. Wo haben wir denn hier einen? Hier ist schon mal keiner. Wir können uns auch auf Ballonsuche begeben, nebenbei, weil wir ja eh warten müssen und ich weiß nicht, wie lange. Das heißt, wenn wir die Ballons haben und wir haben noch keinen Invite, dann werde ich mal. Oh, direkt noch einer. Dahin übergehen, dass ihr mich dann wieder seht, wenn der Invite kommt. Also, dass ich wieder schneide, weil sonst habt ihr hier stundenlang nur das eine Bild. Ich werde in der Zeit dann, denke ich, wieder weiter angeln. Ja. Da geht's runter zum Hafen. So, und hier sind die drei Winde. Das kann ich euch auch einmal zeigen. Wir haben hier einmal das Lehrenlager. Für 100 Gold kann man hier zwei solche Lager freischalten mit den ganzen Plätzen. Was in der Zeit, wo es eben das hier noch nicht gab, echt auch wichtig war, weil man sonst einfach nicht wusste, wo man die ganzen Sachen hinpackt. Das war furchtbar. Dann haben wir hier den Transmog-Bereich, wo wir unsere Sachen so aussehen lassen können, wie Sachen, die wir bereits einmal besessen haben. Und hier in der Mitte stand noch immer, oder steht er hier noch? Die Gegenstandsaufwertung. Man kann bestimmte Gegenstände auch aufwerten, wenn man sie da reinlegt. Also mit denen nicht, die wir hier tragen, aber aus anderen Add-ons war das möglich und das ging dann mit bestimmten Punkten. Joa. Es gibt dafür auch Mounts, die das für einen machen können. Zumindest das Umschmieden. Aber das Mount haben wir nicht und das ist auch ein bisschen teuer. Ich glaube, es kostet 200k. Ich glaube ja. So, sieht irgendjemand einen Luftballon? Nein. So, dann haben wir hier auch noch die Angelquest. Weiß gar nicht mehr, aus Cutter-Zeiten war die, glaube ich. Wir müssen den Kristallbarsch angeln. Das ist hier hinten. Da können wir dann gleich nochmal hingehen. Muss ich mal kurz gucken. Ich musste umbauen. Seitdem ist hier nichts mehr so, wie es sein soll. Mann, Mann, Mann. Und das Witzige ist, weil ich gerade in World of Warcraft bin, habe ich gerade die Teamspeak-Taste gedrückt, obwohl ich gar nicht im Teamspeak bin, weil ich ja rede. Unfassbar. So, Fischerschmaus. Dafür müssen wir auch angeln. Das ist ja schon mal super. So, ist hier nicht irgendwo? Hier war doch irgendwo in meinem Briefkasten. Hier nicht immer irgendwo ein Briefkasten? Doch, da. Wollte gerade sagen. So, das Jubiläumsgeschenk, denn World of Warcraft ist 12 Jahre alt geworden. Da, 12. Geburtstag von WoW auf diesem Account, das erste Mal so einen Erfolg. Wir öffnen mal unser Geschenk. Es gibt einmal diese Rune. Erhöht die Erfahrung von getöteten Gegnern um 12%, was wir im Moment nicht brauchen. Und es gibt noch eine Quest, die wir hier annehmen können und auch hier in Sturmwind wieder abschließen. Ja. Wir hüpfen jetzt mal kurz hier rüber, um zu angeln. Weiß gar nicht, ob das mit unserem niedrigen Skill schon geht. Können wir den eigentlich schon aufwerten? Nee, wir haben noch keine 50. So, das ziehen wir uns mal runter auf die Maus.
Und dann angeln wir mal eine Runde. Nein, wir möchten nicht in dieser Gilde beitreten. I don't like spiders. So, ich würde sagen, also diese Fische aus dem Fischerschmaus, die angelt man exakt hier. Ich werde das jetzt aber nicht aufnehmen. Wir sehen uns wieder, wenn der Invite zur Inni kommt. Bis gleich. Da ist unser Invite. Auf geht's. Können eigentlich noch mal verkaufen in der Zeit. Sucht ihr was Bestimmtes? Den ganzen Schund aus dem Inventar, damit wir Platz haben. So. Und der Tank hat abgelehnt. Super, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, wir haben noch keinen Invite in die Inni, aber wir haben die eine Quest abgeschlossen, die können wir abgeben. Wir würden da jetzt auch EP für kriegen, die will ich eigentlich gar nicht haben. Ich weiß auch nicht, ob wir die kriegen, können wir gleich mal gucken, ich glaube nicht. Aber es gibt eben eine Feinschmeckermarke. Da kommt auch der Invite und eben plus eine Kochkunstfertigkeit. So, jetzt haben wir nämlich einen Kochpreis. Yay, und es gab auch nichts, das ist gut. Und da können wir in die Inni rein, das war doch perfekt. Da würde ich sagen, auf geht's. Knurren haben wir aus. Hier hinten links kann man sich die Quest holen für die Instanz. So. Wir lesen sie wieder im Weitergehen. Der Vorarbeiter. Wenn wir herausfinden wollen, was hier vor sich geht, müssen wir uns wohl durch die gesamten Todesminen schlagen. Gloop-Tok, der Vorarbeiter, wird der erste ernsthafte Gegner sein, auf den ihr trefft. Ein mächtiger Ogre-Magier. Seid vorsichtig. Er verfügt über die rohe Kraft verruchte, über die rohe Kraft seiner Spezies, kombiniert mit seinen verruchten Zauberkünsten. Nehmt diesen Kommunikator, damit ich mit euch in Verbindung bleiben kann, während ihr mit den Untersuchungen voranschreiten. Seid vorsichtig da unten. So, was macht der Tank noch da hinten? Der Tank pimmelt rum. Es wird Stunden dauern. So, wir stellen das mal so ein wie auf dem Mainshark. So ein bisschen einfacher. Und machen das ein bisschen leiser. Ja, wenn ich betränke, dass der Magier schon die ganzen Level-Sachen trägt und ich nicht, ist das schon krass. Tank, wie wär's? Blue,
Gut gemacht, saubere Arbeit. Dringt nun weiter vor und seht, was ihr sonst noch aufspüren könnt. Mit euch auf unserer Seite knacken wir den Fall wie eine Walnuss, ich weiß es genau. Macht wohl auf alles Bedarf, dann mache ich das jetzt auch. Spinnst wohl als Heiler mit Stärke. Basti. Pimmelt aber auch rum, ey. Es ist unfassbar. Sie machen halt echt keinen Schaden. Ja, ich mach meinen dann mal alleine platt, während die anderen ein bisschen hinterher krebsen. Mann, Mann, Mann. Hallo, könnt ihr mich hören? Ausgezeichnet. Es scheint, als wäre Helix dabei, einen riesigen Mast zu bauen. Ihr glaubt doch nicht, dass er es versucht, den Moloch der Defias fertigzustellen, oder? Und solltet ihr lieber untersuchen, Bad Snacks. Okay, wir lesen so weiter. Und scheut euch nicht, euch die Hände schmutzig zu machen. Ihr habt die Erlaubnis, bei Bedarf tödliche Gewalt anzuwenden und offen gestanden wird das wahrscheinlich auch nötig sein. Hallo. Oh Gott. Der Tank pimmelt echt nur rum. Was hüpft der da rum, anstatt mal anzugreifen, dieser Idiot?
Hey, hier ist Horatio. Das war aber spannend. Ich verfolge eure Fortschritte auf den Spionatron X3-Funktionen auf meinem Sturmbündkommunikator. Sie verstecken ihre We ihr Werk aber hinter. Oh mein Gott! Sie verstecken ihr Werk aber hinter ganz schön vielen versteckten Türen. Rückt weiter vor und schaut, was ihr alles nächstes finden könnt. Ich wette, es wird ein ganz großer Hinweis sein. Na dann. Wir wechseln die Hose. Ja. Ein ganz großer Hinweis. So, neue Quest. Bzzzt, bzzzt. Ha, hallo Betznick, seid ihr da? Seid ihr noch am Leben? Hallo? Oh gut, ihr seid noch da. Was im Namen Lordaerons bauen die da? Es ist eine Art mechanisches Monstrum. Ihr müsst sie daran hindern, dieses Ding fertigzustellen. Vergesst alle Regeln. Tut einfach nur, was ihr tun müsst, um sie aufzuhalten. Oh, hüpft er jetzt wieder eine halbe Stunde da oben rum, oder was? Papa, du hast eher so ein Relaxo-Typ, ey. Mein Gott. Ich hab keinen Bock mehr zu warten. Ich habe noch keinen Todstein. Aggro wäre echt scheiße. Ihr nähert euch dem Herzen ihres Einflussbereichs. Wahrscheinlich wird das Allerheiligste der gesamten Defias-Operation von einer extrem verstärkten Tür geschützt. Schaut, ob ihr etwas finden könnt, um sie aufzubrechen. Ich schlage eine unauffällige Methode vor. Aus, wenn man noch keinen Tod stellen kann. Yeah.
So. Das musste mal gesagt werden. Ich fasse es nicht. Sie sind beinahe mit dem Wiederaufbau fertig. Wir haben nicht viel Zeit, Bad Snakes. Admiral Knurreißer, Vanessas rechte Hand, muss sich an Bord befinden. Wir werden nie an sie herankommen, solange er am Leben ist. Ihr werdet die noch unvollendeten Moloch besteigen. Knurreißer aufspüren und töten müssen, sodass wir in Vanessas private Kajüte auf dem Oberdeck gelangen können. Seid vorsichtig. Der Admiral steht unter dem Worgenfluch. Und würde euch nur gern mit seinen Klauen zerreißen. Ganz schön nervig, wenn man nebenbei spielen muss, das zu lesen. Es tut mir leid. Ihr da schon wieder veranstaltet. Du Spinner. Okay, jetzt reicht's, ich mach Knochen an. Ich tank jetzt einfach, ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Thank you.
Eure Abenteuer haben euch einigen Ruhm in Geheimnisdienstkreisen eingebracht, Betznix. Viele hochgradige Mitglieder von SI-7 haben eure Infiltration der Todesminen mit ihren eigenen Sturmbündkommunikatoren aufmerksam verfolgt. Matthias Shaw will höchstpersönlich mit euch sprechen. Ich werde euch sofort durchstellen. So. Nee, will ich gar nicht. Die Nummer 1 der Devias. Hallo Betznix, ich habe viel von euch gehört. Hört gut zu, denn ihr werdet nur eine Chance bekommen. Die neue Nummer 1 der Devias muss in der Hütte sein und von dort die Strippen ziehen. Ich will, dass ihr da reingeht und sie unschädlich macht. Für die unzähligen Unschuldigen, die die von ihrem Vater gegründete Organisation getötet und terrorisiert hat. Ich kann kaum glauben, dass sie euch so nahe an sich heranlässt, ohne zu fliehen und auf eine bessere Gelegenheit zu warten. Aber es sieht aus, als hätten wir Glück. So, die ist jetzt auch fertig. Die Nummer 1 der Defias. Eure Anstrengungen hier können womöglich ganz Sturmwind gerettet haben, Betznix. Vanessa ist zwar noch immer dort draußen, aber sie ist eine unerhebliche Gefahr. Nun, da wir den Moloch in unsere wachsame Obhut nehmen. Ich danke euch. Seid vorsichtig. Ja, ne? Sehr schön. Dann mal raus hier, würde ich behaupten. Ich will auch gar nicht mit euch weitermachen. Instanzgruppe verlassen. Von der Zeit her kommt es gerade auch ganz gut hin. Wir verkaufen erstmal wieder alles. So, arbeiten hier noch mal kurz weiter. Ne, wir haben ja hier noch ein paar Grüne. Sehr schön. So, noch mal verkaufen. Ja, da können wir was lernen. So. So, damit reicht's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal, eure Simple Tech. Bye bye, Little Baddies.